Unter keinen Umständen möchte Laura Maria Rüper eine erneute Frühgeburt durchleben müssen. Schon ihr einjähriger Sohn Leano wurde fast 6 Wochen zu früh geboren. In einer Instagram-Story berichtet sie von ihrem bevorstehenden Arzttermin und hofft, dass sich ihr Zustand nicht verschlechtert hat. Doch die negativen Kommentare ihrer Community lassen sie nicht zur Ruhe kommen. Laura erhält immer wieder Nachrichten, die ihr Verhalten während der Schwangerschaft kritisieren. Diese Aussagen führen dazu, dass sie plötzlich vor der Kamera in Tränen ausbricht. Mit gebrochener Stimme erklärt sie: "Dadurch, dass ich Bettruhe habe, bin ich am Handy und lese mir, leider Gottes, so viele dumme Sachen durch. Einige der Kommentare gehen viel zu weit. Das will sie doch so, dass auch er früher kommt. Oder lässt sich besser vermarkten als alles läuft glatt." Unter Tränen rechtfertigt sich Laura: "Ich habe ein Kleinkind zu Hause. Ich mache den Haushalt. Wenn man sich Hilfe holt, ist es auch wieder falsch. Zeigt man nur die heile, schöne Welt, ist es fake. Zeigt man mal, wie es wirklich ist, braucht man Aufmerksamkeit." In dieser schwierigen Zeit steht ihr Verlobter Pietro Lombardi zur Seite. Er ist nach einem Kurzurlaub mit seinem Sohn Alessio auf Mallorca wieder bei ihr und unterstützt sie, wo er kann.